Ihr seht mich mal wieder nachdenklich. Ja, es fällt auf, ich bin mittwochs oft nachdenklich. Wir haben uns ja schon ein paar Mal über das Rührwerk von Eismaschinen unterhalten. Und ich habe schon des Häufigeren versucht zu erklären, warum Eis aus der einen Maschine stabiler rauskommt wie aus der anderen Maschine und. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also ich verstehe zwar, was ich da sage, aber ich habe so das Gefühl, dass viele nicht verstehen, was ich sage. Und das ist gar nicht böse, es ist einfach nur eine Feststellung, wo ich jetzt einfach sage, ich muss da vielleicht ein bisschen anders erklären. Weil es ist klar, ich beschäftige mich sehr viel mit Maschinentechnik und ich schaue mir das all jeden Tag an und ich arbeite damit und. Aber jemand, der jetzt neu in der Branche drin ist und irgendwas, der weiß das nicht und der guckt die Welt auch einfach mit anderen Augen an. Dem ist es nämlich ursprünglich mal vollkommen egal, wie viele Messer in so einem Rührwerk drin sind und wie die Messer arbeiten und ob die Messer aus Metall sind oder ob die Kunststoff sind. Whatever. Es ist ihnen eigentlich, also man guckt einfach von der anderen Seite. Und dieses von der anderen Seite gucken nehme ich jetzt mal zum Anlass, um euch das Thema mit der Eisstabilität nochmal näher zu bringen. Da gibt es nämlich so ein paar Mythen, mit denen würde ich gerne aufräumen, also heute Mittwoch und ein paar andere Mittwoche, weil das ist für einen Mittwoch echt zu viel. Da gibt es zum Beispiel das Mythos, dass man Bergeeis nur machen kann aus Eis, in dem ganz viel Emulgator und irgendwelches komisches Chemiezeugs drin ist. An der Stelle, nein, stimmt nicht. Definitiv nicht. Ich kann Bergeeis aus jedem vernünftig stabil gefrorenen Eis machen. Heißt, ich brauche eine vernünftige Eismaschine dazu. Ich muss nicht irgendwas in die Rezeptur reinmachen, dass es dann einen Berg gibt, sondern ich sollte aber eine vernünftige Maschine haben. Und jetzt habe ich, deshalb komme ich da nämlich auch drauf, in meiner Facebook-Gruppe bei den Gelato-Jungs, im Gelato-Club, was ganz Schönes gesehen. Die haben da gerade eine Challenge gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, der Kollege blendet euch das nochmal gleich ein. Das ist jetzt offensichtlich der Versuch, möglichst viel Eis auf einen Stapel, auf eine Schale zu bringen. Ich habe das Bild gesehen und habe mir nur gedacht, ey, der hat es vor einem Tag gepostet und unten sind schon 114 und Smileys und was auch immer und 89 Kommentare. Die 89 Kommentare, da geht es die ganze Zeit um, machst du viel Emulgator rein, hast du es im Schockfroster gehabt, hast du dieses, hast du jenes und. Ey, ganz ehrlich. Sieht schick aus, ja. Aber das ist eine hohe Schale Eis und oben guckt noch ein bisschen was raus und auf der Waage da unten drunter, das sieht man ganz schlecht, da steht was von 12,58 irgendwas Kilo. Also sagen wir mal 12,5 Kilo Eis in einer Eisschale. Ey, wo ist die Herausforderung? Das ist nicht euer Ernst. Ich glaube, ich muss euch mal zeigen, wie viel Eis man auf einen Berg auftürmen kann, wenn es aus einem Diagonalfräser rauskommt. Und ich meine auftürmen direkt aus der Eismaschine ohne Schockfroster. Also nicht so nochmal irgendwie von außen kalt machen, dass es dann hübsch stehen bleibt, sondern nein, direkt aus der Maschine auftürmen und mal gucken, wie viel wir drauf kriegen. Kollege Yannick ist da mit der Kamera mit dabei. Und dann schauen wir mal, wie wir das toppen können. Ich glaube, 12,5 Kilo sind keine wirkliche Herausforderung.